Hallo, willkommen beim Logbuch Bretterwisser. Heute ist tatsächlich der 8. März, nicht wie gestern, wo ich das Datum durcheinander geworfen habe. Ist immer gut, einen Computer auf dem Schreibtisch stehen zu haben fürs Datum. Heute ist mal wieder Freitag, Freitagsspieletag. 5 für Freitag steht heute an. Meine Batterieanzeige fängt gerade an zu blinken. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt hier irgendwie noch dazwischen da reinzukriegen. 5 vor Freitag ist, ich packe immer eine Spieletasche freitags zum Spielen gehen. Da packe ich immer 5 Spiele rein, damit ich weiß, ich habe 5 mitgenommen. Ich nehme 5 wieder mit nach Hause. Es ist nämlich schon vorgekommen, dass ich welche vergessen habe. Das war jetzt die Kurzfassung. Ich muss ein bisschen Gas geben. Was packe ich heute ein? Ich packe heute mal wieder ein Spiel, wo ich jetzt wahrscheinlich gleich bereuen werde, dass ich es hochkant halte. Man at Work. Ich versuche so ein bisschen mit einem coolen Inlay, was natürlich auch wieder nicht funktioniert. Alle Teile fallen irgendwie doch durcheinander. Man at Work. Ein richtig nettes, schönes, kleines Geschicklichkeitsspiel, was eine, wie sagt man so schön, eine grandiose Tischpräsenz hat. Finde ich super. Kommt immer gut an, ist aber bockschwer, also für mich und meine Hände. aber jeder will es halt mitspielen, die Bauarbeiter sehen halt cool aus und es ist halt super schnell erklärt. Große, große Empfehlung. Liegt noch im Auto tatsächlich. Das Lama werde ich auch nochmal wieder einpacken. Doch, ich habe hier die Anleitung. Das gehypte Lama-Spiel finde ich den Hype immer noch gerechtfertigt. Ich habe es gestern Abend in einer Dorfspielerunde gespielt. Darüber werde ich wahrscheinlich morgen nochmal berichten. Auch wieder Leuten gespielt, die es nicht kannten. Wir hatten super viel Spaß. Lama, immer noch eine Empfehlung. Ein Spiel, jetzt komme ich gerade so ein bisschen in Bretterwisser-Konflikte. Das Spiel von Frosted Games, Hexroller, habe ich noch nicht gespielt. Werde ich mir mal anschauen. Ich weiß, Matthias mag es halt nicht so, wenn die Frosted Games Sachen im Bretterwisser Podcast auftauchen. Das ist hier mein Projekt. Ich bin quasi unabhängig von den Bretterwissern und was wir da halt für eine Policy haben. Ich werde auch über Sexroller berichten. Wer sich darüber aufregen soll, ist mir egal. Wenn mir das Spiel nicht gefällt, werde ich es auch sagen. Ja, Matthias hat doch mir auch mal einen Prototypen davon geschickt. Ich habe es denn doch nicht gespielt. Ich habe es nicht so mit Prototypen, wie ihr wisst. Werde ich mal ausprobieren. Der Vorteil ist, man kann es halt bis 8 Leute spielen. Das ist immer so als Aufwärmer gut. Wenn noch nicht alle da sind, dann kann man schon mal was Kleineres vorneweg spielen. Hexroller auch auf der Liste. Ein Spiel, was ich wirklich jetzt schon lange spielen will. Ich habe es mir gekauft für einen Spielerabend, den ich dann so ein bisschen getankt habe, indem ich... das ist eine schwierige Geschichte. Vielleicht mache ich das auch nochmal zum Thema. Trap Words, quasi, wie heißt das, Tabu, mit ein bisschen Dungeon-Crawler-Thema, werde ich einfach, ich hoffe, ich kriege es auch auf den Tisch, ich weiß gar nicht, die Spieleranzahl, 4 bis 8, Bingo, oder 8 plus sogar, ich glaube, das spielt, kann man es auch mit so 10 spielen, wenn man das möchte. Möchte ich unbedingt irgendwie ausprobieren, könnte in der Runde gut funktionieren. Mal schauen, also ausprobieren. Und ein Spiel von meinem... Besuch von Pile of Shame. Vielleicht mache ich da auch nochmal eine kleine Serie draus. Irgendwie der Pile of Shame und Besuch von Pile of Shame. Ein Spiel, was ich hier schon länger wirklich rumliegen habe, noch nicht gespielt habe und echt Bock drauf habe. Das ist das Blood Rage. Heute könnte es passieren, dass wir das spielen. Ich werde mir die Regeln heute während der Arbeit vielleicht nochmal auf... Oh, ich hoffe, der Chef sieht das nicht. Ich werde nochmal gucken, dass ich die Regeln irgendwie im PDF mir mal besorge und dann die Regeln mal durchlese. Möchte ich unbedingt spielen. Ich höre so viel Gutes von dem Spiel. Ich möchte spielen. Also, heute könnte es passieren. Drei Leute, also der Kraupi und der René sind, also nicht unser Bretterwisser René, sondern ein anderer René, die haben schon gesagt, die möchten es halt spielen und ich auch. Und ich hoffe, es klappt. Mal gucken. Wenn es klappt, habe ich morgen wieder was zu erzählen. Genau, das sind die 4, 5, genau, plus das Lama, was noch in der Tasche liegt. Ich versuche da halt auch immer so eine kleine Mischung hinzukriegen. Also es ist jetzt ja vom Lama bis zum Blood Rage über ein Geschicklichkeitsspiel alles dabei. Wenn ihr, jetzt mal wieder eure Frage, wenn ihr in so eine Spielegruppe geht, in so einen Spielkreis geht oder, weiß nicht, in so einen halböffentlichen Spieleabend, wie macht denn ihr das mit euren Spielen? Wie viele nehmt ihr da mit? Quatscht ihr euch vorher irgendwie per WhatsApp irgendwie ab oder... Wie macht ihr das? Ich weiß immer nicht, wie viele Leute kommen. Ich weiß mittlerweile so, was für Leute kommen. Was mit dem gestrigen Abend war, das werde ich vielleicht morgen erzählen, weil mir heute so ein bisschen jetzt die Zeit fehlt. Schreibt mir das mal unten in die Kommentare, wie ihr das mit dem Spiel und der Spieleauswahl macht für diese Spielegruppen, Spieletreffs. Oder wie gesagt, bestimmt ihr das einfach, wenn ihr die Spiele mitnehmt?
Oder lass dir die anderen die Spiele mitbringen. Ich habe keine Ahnung. Also ich bin halt immer jemand, der halt was mitbringt. Deswegen würde mich das mal interessieren, wie ihr das macht. Bis dahin, bis morgen, sage ich mal, wünsche ich euch einen schönen Tag. Freitag, das waren meine 5 für Freitag. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, das klappt heute alles, was ich mir so vornehme. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.